Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, wir haben kurz vor 7 anstrengende Nacht gehabt. Wir haben sehr viel Stroh weggefahren. Einmal war sogar Global Market voll mit 1 Million Liter Stroh. Diverse andere Sachen, dann ist mir aufgefallen, dass die Pelletsfabrik ja gar nicht arbeiten konnte, weil die keine Paletten hat. Da habe ich mal eben Paletten rübergefahren. Habe Karotten zur Mosterei auch gefahren. Weiß gar nicht, braucht die noch Wasser? Er hat Mist gerade gefahren, deswegen würde ich den gerne mal einmal absprühen. Hier die Kuhställe habe ich sauber gemacht. Beide und den Mist dann zur Düngerproduktion gefahren. Beim Rinderhof und hier vorne beim Viehhändler. War auch beides voll, den Rest dann quasi in die BGA. So, du bist erstmal sauber, gut, wenn wir dich brauchen. Und hier habe ich ja eine Ladung hingeliefert und dann habe ich geguckt, wir kriegen ja sehr viel für den Saft. Und da habe ich mal einfach die Karotten, die beim Global Market waren, einfach mal aufgekauft. Und habe die, ja, noch nicht gefahren. Das werden wir jetzt tun. Malzfabrik nicht. Mosterei Karotteneingang. Genau dahin. Und hier müssen wir auch Karotten einstellen. Karotte da. Und Abmarsch. So, und hier sind auch schon eine Ladung oder auch nicht. Ach nee, da steht sie schon. Nämlich Paletten. Wir haben hier auch keine Paletten mehr gehabt. Damit hier auch weiter produziert werden kann. Jetzt komme ich nicht raus. Kommt der da dran vorbei? Sieht schlecht aus. Ja, ein Ticken stört er. Abladeseite. Wir können aber auch ein Stück zurück. Mal sehen, ob alles weggeht. Dann schicken wir dich zum Holzfäller 2, weil die haben nämlich auch schon wieder produziert. Und Holzfäller 1 hatte ich schon eine volle Ladung zum Sägewerk gebracht. Papier müssten wir aber auch hinbringen bei Gelegenheit. So, und der Düngerstreuer hat Feld 66 die Nacht gedüngt, komplett. Musste einmal sich auffüllen und ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Oh, hier hat sich auch was verschoben. Generell ist er nämlich immer hier vorbeigekommen. Die machen sich nämlich hier ein bisschen selbstständig. Guck mal, dass ich die zurückziehe ein Stück. So. Das ist ganz schief. So, hier ne, lasse ich nämlich das Gras vom Feld 6, was wir durch das Vermehrungsgras ja noch hatten, lasse ich hier ins Silo reinfahren. So halbautomatisch, ich lade ihn hier ab und er fährt dann zum Feld, füllt sich wieder auf und kommt voll wieder. Dann kann ich ihn wieder
So, hier sind wir auf Feld 16. Nee, 57 ist das. Das ist hier mit der Ecke. Das ist 57. Ist also auch schon einiges runter. Wie gesagt, ich musste einmal Global Market mit 1 Million schon leer machen. Und zwischendurch bin ich jetzt immer dabei, wenn ich da bin oder ich in einen jemand reintappe, der gerade da ist, verkaufe ich Stroh. So, hier sind wir auf Feld 1, da muss gekalkt werden. Wir sollten den anderen erstmal löschen. Kurs generieren, Feld 1, aktuelle Position. Weich, 18 Meter, Kurs generieren. Zurück. Gegen den Uhrzeigersinn, bitte. Und Abfahrer einstellen. Er sollte hier rumkommen, ja. Du bist jetzt Feld 16, genau. Er ist Feld 16. Und da sind auch nur noch, ja, 2, 4, 6, 7 Bahnen. Und vielleicht noch mal eine halbe hier. Gucken, wo er hinfährt. Aber das ist ja schon einiges weitergearbeitet worden. Erntereif ist momentan nichts geworden, also wir können heute quasi die Felder bearbeiten. Hier kommen wir wieder maximal rauslassen. Man dürfte auch, glaube ich, nochmal eine Ladung reinbekommen. Einmal bitte und zum Sägewerk Holzfäller Stamm Eingang. Er füllt sich eh jetzt erstmal auf. So, und er findet dann immer wieder den Punkt. Also das klappt. Also obwohl ich ihn da rausnehme und ihm leer mache, verliert er nicht den Punkt hier, das ist gut. Und macht dann hier weiter. Ich habe auch mal, du kannst auch mal tanken, sehe ich gerade. Wasser aufgefüllt. Bei der Kürbis habe ich gesehen. Ah ne, Wasser nicht. Du sollst zur Hoftankstelle. Da sollst du hin. Wir gucken gleich mal, wie viel Milch wir haben. Dann können wir nämlich auch Milch wieder verteilen. Ja, und er ist auf dem Weg zum Global Market. Karotten aufnehmen. Und du bist quasi auch dahin auf dem Weg, um dein Stroh loszuwerden. Sieht doch ganz gut aus. Dann habe ich auch noch das Erdbeerfeld mit Herbizide aufgefüllt. Wir sollten aber gucken, wenn wir jetzt nochmal Tabak beim Global Market sehen, doch ein bisschen was einzukaufen.
sind wir noch nicht. Mal gucken, was wir an Stroh verkaufen können. Fünfhunderttausend wieder. Bestätigen. Einmal synchronisieren. Der Preis ist auch wieder hochgegangen. Also war wohl komplett Stroh leer. Weiß nicht, wer Stroh gekauft hat. Jetzt sind wahrscheinlich meine drin. Bei 500.000 haben wir ja schon jetzt verkauft. Gucken wir mal, was wir uns vielleicht noch gönnen. Zwiebeln. Zuckerrüben. Ich würde gern Zuckerrohr mal sehen. Gleichzeitig, wie der Preis da ist. Aber ich weiß nicht, ob wir aus Zuckerrohr 1000 Liter genauso viel rausbekommen wie von 1000 Liter Zuckerrüben oder Kilogramm, wie die Einheit hier ist. Aber sonst, Tabak ist nicht mehr da. Zwiebel können wir uns nochmal überlegen. Und eben Zuckerrüben. Dann fahren wir wieder auf deinen Parkplatz. Hier stehst du nämlich ein bisschen im Weg. Du kannst doch, glaube ich, dann zum Hauptlagerausgang. Also ich musste auch bei den letzten Weizen, den wir vom Feld geholt hatten, den auch zur Mehlfabrik schicken, weil hier ist nichts mehr alles reingegangen. Wir haben jetzt 950.000 Weizen im Silo. Ja, und er hat Karotten aufgesammelt und ist, oder aufgeladen, und ist zur Musterei unterwegs, damit wir Karottensaft auch produzieren. Ich glaube, da machen wir kein Verlustgeschäft mit. Ja, hier die Tischlerei habe ich auch mit Ritterpaletten versehen. Da war nämlich auch nichts mehr da. Jetzt kann hier wieder einiges produziert werden. Deswegen auch die Anlieferung hier mit Holz. Du kannst dann sofort weiterfahren zu Holzfäller 3. Da dürfte ja auch eine Ladung fertig sein. Wenn da nicht irgendwie noch was gefehlt hat. Ja, können wir auch mal reparieren, das Gewicht. So, du kannst aber erstmal geparkt werden. Du kannst nämlich jetzt zum Feld 14 fahren. Und kannst da düngen. Weil da ist nämlich in der Nacht schon Kalk drauf gekommen. Wir müssen nachher nur oder nächste Mal schauen, wegen Feld 16, wenn da Stroh runter ist, dass wir da einmal das Vorgewände kalken. Aber
einmal rum, glaube ich, das reicht dann schon. Sobald der hier auf Feld 1 fertig ist, fährt er einmal da rum. So, hier kommt der. Hier nehme ich ihn quasi raus. Lade hier ab. Und in dem Falle macht er dann auch hinten die Klappe auf. Nur wenn ich ihn automatisch mit Autodrive abladen lasse, dann macht er nur über die Seite. So, und jetzt lasse ich ihn hier vorne bis zur gewissen Stelle fahren und schicke ihn hier wieder los. Da sollte er jetzt einen Kreis ziehen. Im Prinzip sucht er da, verlässt er quasi das Feld. Das meint er nämlich jetzt. Und hat hier dann wieder den Punkt. Und da er leer ist, fährt er über diesen Punkt und fährt dann zu Feld 6 und holt sich dann wieder den richtigen Punkt von Curseplay. Nächste Lieferung Karotten. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da eingekauft hat. War nicht wenig. Aber können wir ja gut da verarbeiten. Und Feld 57 hat es ja gar nicht so weit zum Global Market. Ist ja gleich schon über die Brücke und dann rechts. So, du bist schon leer. Du dürftest aber den Weg zur Kalkwerk finden. Also das mit dem Stroh läuft ganz gut. So, hier sind sogar noch mehr, aber gut, hier sind wir auch als letztes. Ah, 16 bitte. Wie gesagt, da müsste wenigstens noch eine Lieferung zusammenkommen. Bevor wir da Paletten oder Diesel anliefern müssen. Feld 14 haben wir einen Düngerkurs. Feld 14 dann niemals bei uns in der Liste drin. Ist doch schon ewig und drei Tage bei uns im. Da können wir uns mal einen nehmen und gleich hier reinpacken. So, Kurs generieren. Feld 14. Position machen wir selber. Legen wir mal hier vorne an. Kurs generieren.
sagen hier, erster Wegpunkt. Mit dem Felder musste ja nichts gemacht werden. Kein. Also, da waren nur Unkraut drauf. Musste gekalkt werden und sonst nichts, genau. Dann können wir auch gleich wieder den Flug und hier findet er dann einfach wieder den Punkt. Ja, ihr müsst erstmal warten. Nehmen wir den mit Ketten. Das ist unser Grubber. Dann können wir Feld 14 nämlich schon mal grubbern. Wo ist unser gelbes Ungetüm? Ach, hier vorne als erstes steht er. So. Er füllt sich auf. Was haben wir denn? Wasser hatten wir angeliefert. 500.000 ist, glaube ich, Kapazität, also ist da noch Platz. Da könnten wir bei Gelegenheit auch ein bisschen was verkaufen. Du bist vom Feld 16, gut. Hier können wir die Holzpaletten wieder abliefern. Bretterpaletten und Leerpaletten waren so gut wie voll. Wir können USB Hackschnitzel haben wir auch 190.000 hier. Wie gesagt, bisher ist noch nichts wieder erntereif geworden. Ist alles in der letzten Stufe. Bis auf die Rapsfelder natürlich. Die anderen Bauern haben ja schon abgeerntet. Weiß gar nicht, wie die das machen können. So, USB. Leerpalette sparen. Spanplatten. 1800. Spanplatten. Da können wir doch mal eine Lieferung verkaufen. Ne? Bei AKZ. Wie gesagt, die Pelletsfabrik hat jetzt genügend. Er hat eine ganze Ladung mitbekommen. An Leerpaletten. Lass uns die im Verkaufen fahren.
Welchen Punkt sucht er sich? Ja. Geradeaus, okay. Passt. Ich wollte mal schauen, wegen... wegen Milch. Hühner, was brauchen die Hühner? Ja, Gerste, Weizen. Okay, können sie haben. Aber ich warte noch ein bisschen, damit die ganze Schaufel reinpasst. Ach, da müssen wir noch Futter. Losgeschickt hatte ich ihn ja schon. Kuhstall läuft langsam voll. Bei 125 haben wir ja Platz. Dann sind da noch nicht fruchtbar. Ah doch, hier. 4, 02, 03. Sind doch einige. 00 sogar. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht... Da wird Karotten wieder verladen. Nicht voll läuft. Aber jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Milch da war. Oh, wenig. War eine Lieferung. Und wie sieht es bei der Musterei aus? Man hat die ganze Nacht über produziert. Und hat noch 100.000 Liter, das ist gut. Wie sieht es bei der Käserei aus? Da dürfte keine Milch mehr da sein. Das wäre ja die Milch, die wir eigentlich von unseren Hofstellen nehmen. Hier ist jetzt aber auch nicht mehr so viel dazu gekommen, 42.000 Liter. Mit dem anderen wären das zwei Lieferungen. 64 Kühe. Dann schauen wir mal zum Schlachter. Was hat er denn da verarbeitet? Ja, da können wir auf jeden Fall 100.000 Rinder und Schweine anliefern. Wurst, Rindfleisch, Schweinefleisch, können wir eine Ladung holen und Nebenprodukte. Aber alles nicht mit dem LKW. Palettenware. Du könntest eigentlich schon zu Feld 14 abdüsen. Komm, ich fahre mal raus, sonst eckt er hier am So, such dir mal hier einen Punkt. Hast du? So, Feld 16 sind noch fünf ganze Reihen, schätze ich mal. Und hier verkaufen wir die Spanplatten. Dann lass noch mal zurück. Vielleicht bleibt der Kurs ja gut. Dann können wir die anderen 80.000 auch noch mal verkaufen. Ja, 150.000. Mit der nächsten Lieferung sind es dann locker mal 300.000, die auf unserem Konto kommen.
So, dann machen wir hier wieder das Gleiche. Ich habe zwischendurch auch mal hier mal Silage aus dem und in die BGA reingehauen. Und haben dann erst wieder losgeschickt. Aber jetzt, da das hier jetzt so gut klappt. Und einmal mit Strong E Klappe auf. So, da weiß man hier jetzt, wo man ungefähr starten muss. Jetzt fährt er ein bisschen anders. Jetzt hat er irgendwas nicht richtig gemacht. Das war jetzt nicht so wie gedacht. Guck mal eben. Findet er da den Weg? Ja, jetzt klappt es nicht mehr. Jetzt müssen wir... Wenn er geradeaus, dann fährt er. Und wenn ich... Verstehe ich nicht. Dann müssen wir ihn jetzt doch wirklich unterbrechen. Und sagen jetzt einfach, fahr jetzt erstmal zu Feld 6. Da war irgendwas anders wie sonst. Klar, er hat anders gedreht, aber man hat ja gemerkt, er wollte vom Feld runter. Und irgendwie hat er dann nicht den Punkt erwischt. Jetzt müssen wir ihm natürlich wieder seinen Punkt geben. Ja, wird Zeit, dass der Hopfen auch bald soweit ist. Ach, der kann auch gar nicht geerntet werden. Erst im Herbst, okay. Deswegen... dich auch schon mal hier ansetzen. Da hatten wir ja noch. Spritzen hatten wir noch, Feld 14. Dann komm mal mit. Kommst du hier rein, dann haben wir wenigstens da schon mal zwei Sachen drin. Wir können jetzt hier sagen, Feldarbeit, Kurs generieren, Feld 14, zwei Vorgewände scharf, 18 Meter, Kurs generieren. Ich wollte hier... Warum hast du hier auf... Einstellen. So. Mich hat jetzt gewundert, warum er auf Autodrive geschaltet hat. Da war ich eigentlich gar nicht dran.
Können wir das Feld schon mal bearbeiten. Wir können dann reihum gehen. Hat der Kurs sich verändert? Nee. Dann können wir noch mal die 80.000 rausholen. Spanplatten. Ich so auf den Hintern. Leider nein. Jetzt aber. Und nochmal verkaufen. Dann müssen wir hier mal schauen, aber er hat ja hier schon einiges weggefahren. Ach, hier vorne ist er. Hat ja hier auch nur noch ein paar Bahnen. Abfahrer einstellen. Jetzt sollte er hier wieder weiterfahren. Gut. So, liebe Leute, wir haben schon wieder total überzogen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.